Es ist ordentlich Bewegung in die Debatte um die Zukunft Israels und Palästinas gekommen. Wer hätte schon gedacht, dass Benjamin Netanyahu sich mit dem Bürgermeister von Rahat, einer beduinischen Stadt, treffen könnte? Er hat es getan, am 4. April 2021, natürlich aus wahltaktischen Gründen. Die internationale Initiative Ein demokratischer Staat, The One Democratic State Campaign, fragt, ob es nicht eine Zukunft für Juden und Palästinenser und Beduinen und Drusen und andere in einem demokratischen Staat Israel oder Palästina geben könnte. Dr. Scherhever unterstützt diese Initiative. Er ist außerdem Vorstandsmitglied in der Vereinigung Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost und er begleitet kritisch wissenschaftlich mit Büchern, Artikeln und Vorträgen die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Aspekte der israelischen Politik. Scherhever hat an der Freien Universität Berlin promoviert und er lebt jetzt in Heidelberg. Heute ist er zu Gast in Bremen bei einer Zoom-Veranstaltung, die organisiert wird vom Deutschen Koordinationskreis Palästina-Israel, COPI, dem Arbeitskreis Nahost Bremen, dem Bremer Friedensforum und dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung, BITS. Bitte, Scherhever, du hast das Wort. Wir sind gespannt. Dankeschön und guten Abend. Ich mache jetzt alle stumm und ich teile meinen Bildschirm auch. Also, ja, okay. Ich möchte diese Veranstaltung dem Gedenken an Meron Benvenisti widmen, der letztes Jahr verstorben ist. Benvenisti kam zu dem Schluss, dass die israelische Besatzung unumkehrbar ist, und er vermutete daraus, dass Israel kein jüdischer Staat bleiben kann. Die Kolonisierung der Westbank ist unumkehrbar. Es gibt weder politische noch wirtschaftliche Energie, um die Kolonistinnen zurückzuholen. Und das Land kann nie wieder geteilt werden. Die Frage ist also, ob sich der Staat Israels als jüdischer Apartheidstaat oder als demokratischer binationaler Staat definieren wird. Die Aufteilung Palästinas in zwei Staaten mag sehr schwierig sein und ein kurzer Blick auf die OCHA-Karte mit den Kolonien, der Trennmauer, den Checkpoints und den Umgehungsstraßen zeigt, wie komplex dieses Puzzle geworden ist. Und es mag viel Geld kosten, aber es ist immer noch möglich. Frankreich evakuierte 1962 über 1 Million Kolonistinnen aus Algerien. Warum konnte Israel nicht 700.000 KolonistInnen evakuieren? Staaten sind keine Naturgewalten. Sie sind soziale Konstrukte, die von Menschen geschaffen werden. Die Menschen können sich entscheiden, ihre Staaten klein oder groß zu bauen. Im Krieg von 1948 dehnten die zionistischen Milizen und später die neu gegründete israelische Armee die Grenzen weit über das hinaus aus, was die UNO vorgesehen hatte und nahmen 80% des historischen Palästina ein, anstatt 50%. Im Jahr 1967 wurde auch der Rest der historischen Palästina sowie Teile von Syrien und Ägypten erobert. Die Realität, mit der wir heute konfrontiert sind, ist also eine Realität des einen Staates. Es ist eine Regierung, eine Armee, eine Währung, eine Zentralbank, eine Verwaltung für die Regulierung von Funkfrequenzen, Luftraum und Außenhandel. Der Zusammenbruch des Friedensprozesses von Oslo hat das Thema wieder in den Vordergrund gerückt. In den Jahren 1992 bis 1995 schien es, dass die Teilung Palästinas in zwei Staaten unmittelbar bevorsteht. Aber heute wissen wir, dass dies eine Illusion war. Die meisten Siedler unterstützen natürlich einen Staat, aber eine wachsende Zahl unter ihnen hat begonnen, einen demokratischen Staat mit gleichen Rechten zu unterstützen und argumentierte, dass aus religiösen Gründen das heilige Land wichtiger ist als ein jüdischer Staat. Sogar der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin förderte, das Westjordanland zu annektieren und allen PalästinenserInnen die israelische Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht zu geben, obwohl er den Gazastreifen nicht einbeziehen will.
Wir können nicht ignorieren, dass jetzt zum ersten Mal rechte Parteien, einschließlich Netanjahus Likud-Partei, dazu aufrufen, eine arabische-palästinensische Partei in die Regierungskoalition aufzunehmen, die Partei von Ra'am, die von Mansour Abbas geführt wird. Heute beginnt das jährliche Treffen der Israeli-Lobby-Organisation J-Street. J-Street wurde 2007 gegründet, um als moderatierte pro-israelische Lobbyorganisation ein Gegengewicht zur rechten AIPAC zu bilden. J-Street bleibt jedoch eine zionistische Organisation, die gegen BDS ist und einen jüdischen Staat unterstützt. Heute wird jedoch zum ersten Mal das Konzept einer Konföderation bei der Jahresversammlung diskutiert. Es sei erwähnt, dass Azmi Bishara, ehemaliger Mitglied der israelischen Knesset, sagte, er unterstützte die Zwei-Staaten-Lösung als Sprungbrett auf dem Weg zu einer Konföderation und von dort zu einem einzigen demokratischen Staat. Ich denke, dass eine Konföderation auch in die entgegengesetzte Richtung funktionieren kann. Zuerst ein Staat mit allgemeinen Wahlen, dann eine Konföderation mit Autonomie für verschiedene Gruppen und schließlich hat jede Gruppe das Recht, sich durchzusetzen und unabhängig zu werden, so wie es in der Tschechoslowakei geschah, die sich auf friedliche Weise in zwei Staaten aufspaltete. Lasst ihr es mich also ganz klar sagen, ich spreche heute hier nicht, um euch zu überzeugen oder für eine politische Kampagne zu mobilisieren, denn ich denke, dass die Ziele von den Menschen in Israel-Palästina entschieden werden müssen. Einschließlich natürlich die palästinensischen Flüchtlinge, die das Recht auf Rückkehr haben. Wir können über dieses Thema reden, es studieren und es mit anderen antikolonialen Kämpfen auf der ganzen Welt vergleichen. Aber wir können und sollten einem anderen Land nicht unsere politischen Überzeugungen aufzwingen, dass es sich an sich schon eine Form von Kolonialismus. Wie ihr also seht, gibt es viele Ideen, viele Bewegungen und viele Lösungen. In jüngster Zeit sehen wir jedoch eine neue Art von Sprache, die in die Debatte über Israel-Palästina eintritt. Und das ist der Hintergrund für die Gründung der neuen Gruppe namens ODSC, ODSC oder One Democratic State Campaign. Diese neue Sprache basiert auf der wissenschaftlichen Arbeit von palästinensischen, israelischen und internationalen HistorikerInnen zum Thema Siedlerkolonialismus und wie Israel-Palästina in diese Theorie passt. ODSC wurde 2018 in Haifa gegründet. Es basiert auf einem 10-Punkte-Manifest, besteht aus führenden palästinensischen und israelischen Intellektuellen und gewinnt schnell an Unterstützung. Die 10 Punkte sind 1. Eine einzige konstitutionelle Demokratie. 2. Recht auf Rückkehr, auf Wiederherstellung und auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. 3. Individuelle Rechte. 4. Kollektive Rechte. 5. Einwanderung. 6. Der Aufbau einer gemeinsamen Zivilgesellschaft. 7. Wirtschaft und wirtschaftliche Gerechtigkeit. 8. Engagement für Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden. 9. Unsere Rolle in der Region. Und 10. Internationale Verantwortung. Dankeschön. Und ich gebe das Wort an Fragen. So, ich habe eine erste Frage. Nee, das ist keine Frage, das ist eigentlich ein Hinweis von Ribi Youssef an alle hervorragend, lieber Schirr. Wo habe ich denn Fragen weitere hier? Danke, Ribi. Es sind noch keine weiteren Fragen im Chat. Will keiner irgendwie? Dann kann ich ja mal anfangen mit einer Frage. Ein viel diskutiertes Thema ist ja immer das Rückkehrrecht, und zwar nicht das Rückkehrrecht der Palästinenser, sondern das Rückkehrrecht der Juden in aller Welt. Das ist ja nun ein viel verteidigter Grundsatz für Israel als jüdischen Staat.
Gibt es da eine Regel in dem ODC-Dokument für oder ist das auch auf weitere Verhandlungen verschoben? Also die neue Gruppe hat entschieden, diesen Punkt nicht im Voraus zu entscheiden. Das muss demokratisch entschieden werden. Ich glaube, dass es gab schon die Möglichkeit für jüdische Gemeinden überall in der Welt nach Israel einzuwandern, wenn sie wollten. Vor allem die Gruppen, die verfolgt werden. Aber es gab auch leider ein sehr klares Signal aus der israelischen Regierung, dass jüdische Gemeinden in verschiedenen Ländern, die doch nach Israel einwandern wollten, wurden begrenzt, wenn sie die ethnische Bedürfnisse von der israelischen Regierung nicht anpassen konnten oder haben. Das heißt zum Beispiel, die Juden aus Marokko während der ersten Jahre des Staates würden getestet, sodass nur die jungen und gesunden Menschen nach Israel fahren konnten. Und das war natürlich eine rassistische Entscheidung, weil von anderen Ländern, wie zum Beispiel aus Polen, wo meine Familie stammt, war kein solch Test. Und jetzt, also wir sprechen nicht nur über die ersten Jahre des Staates Israel, sondern auch über heute, dass die Juden in Eritrea sind verboten, nach Israel einzuwandern. Sie sind natürlich Juden in ihre Glauben und ihre Traditionen und Religion und so weiter. Aber die israelische Regierung anerkennt sie nicht als Juden, weil sie schwarz sind. Also das ist purer Rassismus. Also kann sein, dass ein demokratischer Staat, wenn diese Stadt gegründet wäre oder als diese Staat gegründet werde, wird entscheiden, dass diese jüdische Gruppen, die noch nicht die Möglichkeit hatten, nach Israel einzuwandern, nach Palästina einzuwandern, trotzdem diese Gelegenheit bekommen. Das kann sein, aber das ist noch nicht entschieden. Dann habe ich eine Frage. Welche Auswirkungen hätte die Lösung für das heutige Staatsverhältnis der PA, Schirr? Also erstens vorige Frage. Ich kann auch ergänzen, wenn jemand mir ein E-Mail schreibt, dann kann ich die Präsentation gerne schicken und auch den Text dieses Vortrags, wenn jemand will. Aber über die Verhandlungen mit der PA, es gibt eigentlich keine Verhandlungen. Also es gibt keinen Friedensprozess mehr. Die PA folgt die Befehle der israelischen Regierung, wie sie das Gebiet verwalten sollen nach der israelischen Richtlinie, weil sie verstehen, wenn sie die Sicherheitskooperation mit der israelischen Sicherheitskräfte stoppen, dann verlieren sie alle Macht und Kontrolle. Und das ist nicht nur ein Befehl aus Israel, das ist auch ein Befehl aus den USA. Die Vereinigten Staaten gibt Geld an der palästinensische Autonomiebehörde für die Sicherheitskräfte. Ein sehr großer Anteil des Geldes ist für die bewaffnete Sicherheitskräfte in Westjordanland, die nichts zu tun haben mit der Verteidigung von Palästinensern gegen israelische Gewalt, gegen die Gewalt der Kolonistinnen, sondern ihre eigene, einzige Rolle ist, die palästinensische Regierung in Ramallah zu verteidigen gegen das palästinensische Volk. Also damit die Kontrolle bleibt. Und solange das die Situation ist, dann kann Mahmoud Abbas oder die palästinensische Legislativrat keine Entscheidung treffen. Das passt nicht zu genau, was Staat Israel will. Und so unter diese Bedingungen, warum soll überhaupt die israelische Regierung handeln? Also natürlich gibt es einen großen Widerstand aus der israelischen Regierung gegen die Idee von einem demokratischen Staat. Aber es gibt auch genauso Widerstand aus der palästinensischen Regierung in Ramallah. Und die Situation in Gaza ist ein bisschen anders. Also die Hamas-Partei ist ein bisschen mehr ambivalent zu dieser Frage. Dann eine Frage von Atir Rajab und Verena.
Danke an Ziel für den hervorragenden Vortrag. Meine Frage: Welche Ansätze gibt es derzeit für die überaus gefährliche soziale Ungleichheit, die der israelische Siedlerkolonialismus geschaffen hat im gesamten Land? Ja, also die Ungleichheit innerhalb der palästinensischen Gesellschaft und die Ungleichheit innerhalb der israelischen Gesellschaft erzählt sehr viel über diese Verhältnisse. Weil die palästinensische Gesellschaft, obwohl die Ungleichheit wächst, bleibt diese Ungleichheit relativ begrenzt. Weil die reiche Bestand der palästinensischen Bevölkerung sehr, sehr klein ist und auch nicht sehr reich. Also es gibt ein paar Millionäre, palästinensische Millionäre, und sie haben sehr wenig politischen Einfluss und sehr wenig politische Popularität in der palästinensischen Gesellschaft. Auf der israelischen Seite sehen wir was ganz anderes, weil vor der 67 Besatzung und auch in den ersten Jahren danach galt Israel noch als ein Sozialdemokratie irgendwie. Also mit vergleichbarer ökonomischer Ungleichheit zu Nordeuropa. Mit Ländern wie Dänemark zum Beispiel. Vergleichbar. Und das ist, also relativ zu anderen Ländern in der Westens, kann man sagen. 1970 zum Beispiel hat ein Chef ein Firmen ungefähr 4 mal mehr verdient als ein Mitarbeiter der gleichen Firmen im Durchschnitt. 4 mal mehr. Heute ist es 200 mal mehr in der großen Firmen. 200 mal. Also das ist, das heißt, dass auch die interne israelische Stärke, also die Gesellschaft ist so schwach geworden, weil die einfachen Mitarbeiter sagen, warum sollen wir in die Armee gehen und kämpfen für diese reichen Millionäre, die ihre eigene Leben nicht riskieren? Warum sollen wir ein Kollektiv unterstützen, ein jüdisches Kollektiv, wenn dieses Kollektiv gar nicht kollektiv ist? Dieses jüdische Kollektiv ist zersplittert in sehr kleine Gruppen. Und es gibt verschiedene Formen von Diskrimination, nicht nur gegen PalästinenserInnen, sondern auch gegen ultraorthodoxe Juden und gegen Mizrachi-Juden. Und ich habe erwähnt, schwarze Juden, die stammen aus Äthiopien. Also das ist eine sehr zersplitternde Gesellschaft. Und das heißt auch, dass die bürokratische Kosten von einem demokratischen Staat sehr niedrig sind. Also wenn man sagt, in den 70er Jahren, was passierte, wenn die soziale Regeln, die soziale Rechte von jüdischen Israelis auf dem ganzen Gebiet verbreitet werden, dass jeder Palästinenser in Gaza oder in Nablus kann genau dasselbe Arbeitslosgeld bekommen als ein israelischer Staatsbürger. Das wäre sehr viel kosten in der 70er Jahren. Aber heute, wenn diese soziale Rechte so schwach sind, ist es nicht so teuer mehr. Und das heißt, dass auch für viele Israelis, die sagen, also diese nationale Fragen und religiöse Fragen spielen eine sehr kleine Rolle für uns. Also das, natürlich ist soziale Ungerechtigkeit keine gute Sache. Aber ich glaube, dass soziale Ungerechtigkeit ein Symptom ist, für was in der israelischen Gesellschaft passiert. Das macht die israelische Gesellschaft schwacher und der Widerstand gegen eine Vereinigung und Demokratie für alle Leute, die in diesem Land leben, viel schwacher. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema mit den Lösungen der Probleme kommen. Es gibt ja nun diverse Probleme und Pläne und Vorstellungen und Lösungen, wie man also das Problem zwischen Israel und Palästina löst. Also jüdischen Nationalstaat, binationalen Staat und so weiter. Und ihr habt jetzt oder du und ihr, deine Organisation, einen neuen Ansatz des Ein-Demokratischen-Staat-Initiative
Was meinst du, wie realistisch ist das denn, wenn man bedenkt, dass Israel vor einem Jahr oder so noch nicht vor allzu langer Zeit Nationalstaatsgesetz beschlossen hat mit den entsprechenden Folgen, die das hat, sozusagen zunächst mal intern und weitere Dinge? Ist das denn eine neue realistische Perspektive oder ist es so ein Gedankenspiel, sage ich mal vorsichtig formuliert? Ja, das ist meine Meinung, nicht meine Organisations. Also jeder darf, also ich persönlich unterstütze einen demokratischen Staat. Ich würde sehr gerne leben in einem demokratischen Staat, wo alle Menschen, egal ihre Nationalität oder Religion, gleiche Rechte haben, im Wahl teilnehmen können. Aber also keine Organisation in Deutschland darf eine Position einnehmen, der die Palästinenserinnen und die Israelis sagen, wir wissen besser als euch, was die Lösung sein muss, möchte, was die Lösung sein muss. Die ein Staat ist eine Realität jetzt. Jetzt gibt es einen Apartheidstaat, wo alle historische Palästina unter einer Regierung steht. Also es gibt eine israelische Regierung, die Kontrolle ist sehr klar. Aber können wir dann dieses Apartheid-System runterbringen und Demokratie für alle Menschen haben? Und das ist eine Frage von, was ist mehr machbar? Ich glaube, das ist nicht so weit, als wir denken. Genau wie in Südafrika, also ein paar Monate vor dem Fall von Apartheid, haben sehr wenige Leute vorgesehen, dass das Apartheid-System bald fallen wird. Das hat viele Menschen überrascht. Aber wenn Sie denken, wie tief die weiße südafrikanische Gesellschaft vor dem Fall von Apartheid zersplittert wurde und schwach war und korrupt war, dann ist es einfacher zu verstehen, wie haben sie gefallen. Das Nationalitätsgesetz, also die Name Nationalstaatsgesetz ist nur die offizielle Name. Niemand nutzt diesen Namen. In Israel nennt man das jeder Nationalitätsgesetz oder Gesetz der Nation. Dieses Gesetz ist ein Apartheid-Gesetz, sehr rassistisch und sehr klar mit der Teilung von Rechten laut nationale oder ethnische Identität. Aber alles, was in diesem Gesetz steht, war schon Realität seit Jahrzehnten. Es gibt nichts Neues. Das war einfach verbogen und unoffiziell gemacht. Also natürlich konnten Juden Land erobern und annektieren und Palästinenserinnen hatten keine gleichen Rechte. Das war schon die Situation. Das Gesetz sagt, das machen wir auch weiter, aber das ist nichts Neues. Ich glaube, dass dieses Gesetz wurde geschrieben und erlassen, weil die israelische Knesset hat Angst, dass mehr und mehr Palästinenser glauben und haben Hoffnung, dass sie die Apartheid-System zusammenbringen können. Und um diese Hoffnung zu entwurzeln, haben sie diese Gesetze erlassen, um die PalästinenserInnen zu sagen, ihr habt keine Rechte. Also bitte kein Widerstand mehr. Natürlich hat das keinen Erfolg. Die Palästinenser kämpfen wieder für ihre Freiheit und gleiche Rechte. China hat ja jetzt auch sich geäußert zum Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern und hat hier auch eingefordert, eben eine einvernehmliche und friedliche und ja, auf Verhandlungen beruhende Lösung. Hat das eine Bedeutung vor dem Hintergrund, dass Eine China große immer Bedeutung. mächtiger wird? Wie schätzt du das ein? Das hat eine große Bedeutung. Also Präsident Biden in den USA hat eine sehr klare Politik geführt, dass er gegen China kämpft, mit der Angst eigentlich, dass Chinas Einfluss in der Welt schnell wächst. Und er will die USAs Rolle als Haupt Macht in der Welt zu lassen und verteidigen. Also ich bin natürlich kein Fan von amerikanischem Imperialismus, aber wenn die USA diese Rolle nimmt von Hauptmoderator zwischen Palästinenserinnen und Israelis und sagt, die Friedensprozess muss durch unsere Beobachtung weitergehen, haben die Palästinenser schon gesagt, also Mahmoud Abbas hat schon gesagt, die Amerikaner sind kein
objektive Moderatorinnen, sie stehen auf der Seite der Staat Israel nur und unterstützen die israelische Besatzung. Warum sollen wir weiter in diese Verhandlungen teilnehmen? Jetzt sagt China, okay, dann kommen Sie zu uns. Wir können den Friedensprozess weiter in Beijing handeln. Und die Israelis sind eingeladen, die Palästinenser sind eingeladen. Sie haben genau das gesagt. Wir wollen eine Friedenskonferenz in Beijing halten. Sofort hat Präsident Mahmoud Abbas gesagt, sehr, sehr gerne. Und jetzt, was macht Biden damit? Ja, also was macht Präsident Biden? Er hat zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, China hat keine, hat nicht in Palästina verloren, wir anerkennen das nicht. Er kann die Israelis sagen, geh nicht nach Beijing, auf keinen Fall. Und dann verliert die USA viel Einfluss in der Welt. Oder er kann sagen, nein, nein, bitte bleiben bei uns, liebe Palästinenserinnen. Wir führen den Friedensprozess unter unserem Schirm weiter, aber mit besserer Objektivität oder besseren Chancen auch für die Palästinenserinnen, ihre Rechte zu bekommen. Also beide Möglichkeiten werden für die israelische Besatzung und für die israelische Apartheid sehr schlecht sein. Bidens persönliche Ideologie, das weiß ich nicht wirklich. Aber was ich sehe, ist, dass im Moment in der israelischen Regierung, sie haben viel Angst. Und in den letzten Monaten oder letzten Wochen sogar hat die israelische Regierung zwei sehr große Geschäfte bestätigt mit dem amerikanischen Rüstungshandel. Eine von der F-35 Kampfflugzeuge und zweite mit Raytheon, eine der drei größten Rüstungsfirmen in den USA für Hubschrauber und andere gepanzerte Werkzeuge. Diese zwei Geschäfte sind für mehr als 14 Milliarden Dollar. 14 Milliarden Dollar. Und jetzt sagen sie, okay, 14 Millionen nach den USA. Warum? Das ist nicht, weil die israelische Armee dringend diese Waffen braucht. Das ist, weil Netanyahu weiß, Biden ist kein guter Freund wie Trump. Und ich muss alle die Rüstungsfirmen in den USA auf meine Seite haben, damit sie Druck auf Biden stellen, dass er keine Maßnahmen gegen meine Regierung nimmt. Also das zeigt, dass die Beziehung zwischen den USA und Israel ändern sich. Wie kann man, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie kann man einschätzen, dass jetzt plötzlich nach Jahrzehnten eigentlich, es gibt eine arabische Liste mit 4, 5 Abgeordneten, dass jetzt plötzlich, wenn ich das richtig sehe, also selbst radikal rechte Parteien, die Netanyahu weghaben wollen, beide buhlen jetzt oder brauchen die arabische Liste für eine Mehrheit. Wie ist das einzuschätzen? Werden da Grundsätze über Bord geworfen? Ist es rein machtpolitisch oder ist es auch ein Stück Bewegung? Das ist alle machtpolitisch, aber trotzdem hat eine Bedeutung. Die rassistische Sprache von Netanyahu war, ich habe sogar keine Mehrheit in der Knesset, aber ich habe Mehrheit zwischen die zionistischen Parteien. Ja, weil die nicht-zionistischen haben keine Bedeutung. Also er meinte, nur die jüdischen Parteien dürfen für ihn unterstützen, weil auch die Agudat Israel-Partei, das ist eine Partei, die für ultraorthodoxe Juden, die meisten davon sind Antizionisten, aber er zählt diese Partei auch als eine zionistische Partei. Er meinte eigentlich jüdische Partei. Er wollte das aber so nicht äußern. Die Vereinigte Liste war die drittgrößte Partei in der israelischen Knesset, weil sie von 4 verschiedenen Parteien zusammengebracht ist. Diese Partei hat sich zersplittet. Und Ra'am war eine von diesen 4, ist als allein in der, in der Wahlen teilgenommen, weil Mansour Abbas, der Vorsitzende von Ra'am, hat gesagt, ja, ich weiß, dass Netanyahu Rassist ist.
Aber auch die sogenannten Linktionisten wie Yair Lapid sind auch Rassisten. Warum soll ich meine Stimmen an der linken Seite geben und gegen Netanyahu immer sein und dann habe ich keine Bedeutung mehr? Also dann hat mein Partei keine Macht. Wenn ich aber sage, ich gehe mit jeder, der mir Rechte gibt und mir ernst nimmt, dann habe ich Macht. Und das hat geschafft. Also Ra'am hat jetzt eine sehr große Bedeutung, weil keine Kandidat die Mehrheit hat für eine Koalition. Und beide, Netanyahu und Yair Lapid, also auf beide Seiten, wollen Ra'am überzeugen, komm auf unsere Seite. Netanyahu nennt sich jetzt Abu Yair. Also er hat einen arabischen Namen für sich gefunden. Er lässt sich fotografieren mit Beduinen in der Süden von Israel mit und sagt da, wie toll mit Beduinen Kaffee zu trinken. Also er versucht, die arabischen Stimmen zu überzeugen, dass er ni nicht mehr ein Rassist ist. Natürlich wissen Palästinenserinnen in Israel ganz genau, wer Netanyahu ist. Aber die Tatsache, dass er diesen Schritt gemacht hat, hat diese Ausschließung von palästinensische Stimmen in der israelische politische System zu Ende gebracht. Das ist ein großer Fortschritt, muss man sagen. Also ich bin kein Unterstützer von Mansour Abbas, von Ra'am. Er ist ein sehr konservativer Politiker. Er ist gegen Frauenrechte und gegen LGBTQ-Rechte. Aber er hat dieses Machtspiel sehr klug gespielt. Ich glaube, Menschen haben die Wahl, ihre Zukunft zu bestätigen. Und was sie wollen, wird die Realität sein. Was ist unrealistisch, ist eine ewige Apartheid-Realität. Jetzt gibt es eine jüdische Minderheit in gesamter historischer Palästina. 14 Millionen Menschen leben in diesem Gebiet. Weniger als 7 Millionen sind Juden. Und ungefähr 7 Millionen sind Palästinenserinnen. Und es gibt auch eine kleine Gruppe, die weder jüdisch noch palästinensisch ist. Und diese Demografie heißt, Juden haben keine Mehrheit mehr. Da können sie trotzdem die Palästinenser immer bis Ewigkeit unter Kontrolle lassen? Nein, das ist unrealistisch. Die Palästinenserinnen nach so viele Jahren ihre Kampf für Freiheit nicht aufgegeben haben und werden auch das nicht tun. Dann kommt die Frage, was ist realistisch? Also was ist realistisch, ist, was die Menschen entscheiden, realistisch zu machen. Ich als Ökonom sage, zwei Staaten wird mehr kosten. Also die Teilung ist sehr kompliziert. Was ist natürlich attraktiver, ist, wenn einfach die illegale Kolonien in Westjordanland ihre Türe öffnet und sagen, auch PalästinenserInnen dürfen hier jetzt wohnen, wenn sie wollen und Häuser kaufen, Wohnungen kaufen. Wenn die Apartheidstraße geöffnet werden, auch PalästinenserInnen mit ihren Autos dort fahren dürfen. Keine Checkpoints mehr, das wird nicht so teuer, die Checkpoints abzurissen. Also das ist nicht so kompliziert. Und natürlich die Mauer. Machbar? Ja. Erwünscht? Das hoffe ich. Ja, Ja, vielen gerne. Dank und bleib gesund. Ja, Dankeschön. bleib negativ, ne? Ja, danke. Bitteschön. Okay, Okay. tschüss. Tschüss.